Es ist Freitag. Scheiß Uploadplan. Hallo, meine Freunde des gepflegten Horrorspieles. Hier ist wieder Pixelspaß und wir spielen Pineview Drive und für euch lade ich den Tag 16. Jana guckt mich ganz komisch an, weil ich dieses Geräusch mit der Nase, die juckt heute aber auch wieder. Das sagt man, da kriegt man noch auf die Fresse an dem Tag. Also ich habe ja jemanden, was jetzt noch kommt. Ich habe ja jemanden im Verdacht, der mir da vielleicht die Fresse polieren will. Übrigens sitzt Jana da. Da. Aber weißt du, dass man sich das denken kann, wenn dein Stöpsel da in die Richtung zeigt? Also, du nicht. Oh Gott! Aber allein. Kack mal. Auf ein neues. Nee. Mit komischen Hunden, die uns durchs Haus knurren. Boah, nee, es gewittert. Und wo sollten wir nicht raus? Weil es hieß doch, ja, der Leuchtturm und der Friedhof und... Da. Die obligatorische Spieluhr. Ja. Was, ist schon dunkel? Ja, schon ziemlich stark. Ja, ne? Man hört die Spieluhr noch. Stimmt. Hängt's jetzt? Ja, es hängt gerade. Boah, ist aber ein krasses ein Gewitter. Ein kleines Gewitterchen. Und sieht man wenigstens mal was. Eben. Ach, unser Freund war ja weg. Ach, verdammt. Oh, jetzt ist mir schon wieder ganz anders. Wollen wir mal gucken, ja, was er macht, als ja, ob er wieder da sitzt? Ja. Unwahrscheinlich, ne? Unwahrscheinlich. Doch! Doch, ist er! Ah, na Gott sei Dank. Boah, ey. Hallo! Guckt der wieder rum? Mach mal, versuch mal. Oh. Was? Warum ist denn die Musik jetzt so komisch? Mhm. Guckt nicht rum. Das ist ja langweilig, wa? Ja. Ne, Fernseher geht unten nicht. Wo soll denn der Strom herkommen? Zur Wurst. Ich will es einmal machen. Wie war das? Rausgehen, ne? Weiß ich nicht. Müssen wir denn rausgehen? Wir gehen jetzt einfach. Wir haben aber auch nichts. Wir haben keinen Schlüssel, wir haben keinen... Guck mal, da hinten ist ein Schiff. Das, war das schon immer da? Oh, der Leuchtturm. Der Leuchtturm ist an. Der war vorher auch noch nicht an. Kann man da hingehen? Ja, bestimmt. Geh doch mal dahin. Wir waren doch den allerersten Tag mal dort. So in der Nähe. Also da waren noch so Steine. Warum läufst du denn zum Schiff? Du sollst zum Leuchtturm. Du Honk. Zum Leuchtturm? Wo ja, ist denn? Na da hinten leuchtet's doch. Aber siehst da kann du das ich nicht? Da nicht hin, oder? Doch. Zumindest auf die Klippen. Also kann sie auch runterstürzen. Bestimmt. Weil hier geht es auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Boah. Ui. Das ist ja mal geil. Ja. Nee, du kannst generell nicht. Guck mal, der ist auch so ein Inselchen. Oder? Mhm. Ja. Das sieht aber geil aus. Ja. Boah. Geil. Ey, wir werden noch so einen Blitz erschlagen. Ja, das ist schön. Guck mal, da steht einer. Das ist doch die. Die Schogelfeuche. Ja. Ja, was soll man denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich geh mal wieder. Da werden die Geräusche gleich wieder komisch. Du musst nicht zumachen. Ja, ja. Aber es regnet doch.
Ich muss doch die Tür schließen. Ja. Krieg sonst immer einer drauf. Nass, deswegen juckt die. Weißt bei dem Spiel ganz genau, ich muss immer Türen aufstehen lassen. Hat das eben durch die Tür? Ach nee, ist auf der anderen Seite ein Fenster, gell? Naja, aber das ist trotzdem, das sah komisch aus. Ja, aber das war das Fenster, was sich auf der Tür so gespiegelt hat. Boah, was ist denn? Hier war auch was, ne? Das war nur so eine Speisekammer. Achso, aber da waren noch mal Streichhölzer, du kannst noch mitnehmen. Da vorne liegen sie. Guck mal da. Oh ja. Und dann sind hier, glaube ich, noch mal Streichhölzer, ne? Ja, ja, irgendwo sind. Irgendwo, also hier auf jeden Fall in dem Raum, meine ich. In irgendeinem Regal an der Seite, da unten. Genau. Nur, dass wir noch mal wissen, die Glocken läuten. Das war auch noch nicht, oder? Doch. Ja? Das hört sich nur an wie Glocken. Das hört sich nur an wie Glocken? Das sind keine. Sondern? Das ist die Musik im Spiel. Das glaube ich nicht. Das waren die wieder, die nicht... Die Batterien, die wir nicht nehmen können. Ja. Ach, unser Lieblingsraum. Wie sie alle ungleich klicken. Diese Disharmonie. Mhm. Ach, und hier war doch der Durchgangsraum, kann das sein? Ja, das hatten wir gefunden. Ein Telefon. Oh. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich an die Telefonsession. Ja, danke. Willst du hochgehen? Ja. Muss man ja, ja, ja. Irgendwo müssen wir hin. Eben, eben. Da ist auch noch mehr. Genau, lag hier nicht. Hier lag doch irgendwo der Hinweis. Das kann nicht sein. Es sah so aus, als wäre da ein altes Segelschiff auf einen Riff an der Küste gelaufen. Da waren wir ja. Ja, aber wahrscheinlich hätten wir es hier oben erst auslösen müssen. Ja, hier lag der Hinweis, hinten. Ja, du hast jede Tür aufgemacht und da lag der Hinweis. Ja. Und da hatte er schon erzählt von diesem, der Hinweis mit dem... Ja, genau. Und also, wir hätten jetzt hinlaufen müssen. Also das erst rausgehen war blöd. Meinst du? Ich glaube, das ist einfach nur, weil wir schon wieder so lange rumeideln, dass er das jetzt gesagt hat. Ja, aber wir waren doch eben da. Na gut, wir gucken. Aber du hast natürlich recht, wir waren da, aber wir sind nicht... Was denn? Nicht Challenge-Computer zu sehen war, aber war nicht. Ja. Dass wir nicht richtig da lang gelaufen sind. Ich laufe die falsche Richtung, weil ich es kann. Ja, das ist schon klar, aber wie soll ich denn da hinkommen? Da kommt man ja nicht hin, aber... Vogelscheuchi, hast du einen Schlüssel für uns? Vielleicht irgendwo auf diesen Stein, dass da irgendwo noch ein Schlüssel rumliegt oder sowas, weißt du? Aber hier bist du schon am Ende, ne? Es geht nicht weiter, also. Komm nicht. Drumrum. Ja, dann lauf mal hier an den Steinen da lang. So weit wie es geht. Also, vielleicht geht es irgendwo dann doch ab. Ja. Aber hier ist ein Boot. Da ist ein, also, das hatte ich eben auch schon gesehen. Ja, dann geh doch mal da ran. Da ist vielleicht ein Schlüssel drin. Ja, natürlich. Und dann probierst du gleich mal den Friedhof, weil das war ja, wie gesagt, die letzten Hinweise. Oh, geht's noch lauter? Die letzten Hinweise waren ja, also davor Friedhof und dann dieses Bildschirm, also dieses Leuchtturmgedöns. Mhm. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt da wieder hoch, oder?
Aber was haben wir gesagt und was haben wir gesehen? Das ist genau die richtige Einstellung gewesen, hier da mal schnell zu gucken, was das. Ja, wir haben nur nicht gut genug geguckt. Und er hat uns gleich gesagt, Kinders, da habt ihr was vergessen. Dahin. Wo war das? Hier? Ja, da durch die Tür. Siehst du? Halt, probier die. Achso, ist die offen? Nee. Aber hier unten müssen wir noch gucken. Ja. Obwohl ich denke, dass wir eher nach oben müssen. Ich würde jetzt erst nach oben gehen, weil oben war doch auch Schluss. Ja. Ich würde trotzdem noch mal gucken. Was denn? Seit wann ist hier auf? Na, das war doch der. Von hier sind wir doch reingekommen. Das war doch die. Und dann haben wir oben gesehen, jetzt weißt du jetzt, wo wir sind? Ja. Das war hier ein neuer. Ja. Mit unsere Figur ständig? Ja. Okay. Ich denke, aber jetzt atmet denn da so unharmonisch. Ja. Ach, das sind Batterien. Ich dachte, da ist noch nicht gespült. Aber da ist eine Dusche, die zu ist. Ja. Und so dunkel. Und überhaupt. Und mit Badezimmern haben wir es jetzt. Oh, ja, da ist er ja schon. Das ist ja schon der Hinweis. Jo, cool. Soll ich nochmal? Ich gehe nochmal gerade gucken. Warte mal, wir haben. Das bringt alles nichts. Alles Verschwendung. Nimm den Hinweis. Ach doch, komm. Ich meine, das macht ja jetzt keinen Unterschied. Ach so. Dann lieber ja, hast recht. So langsam bin ich mir sicher, dass Linda recht hat. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann. Julien, so hallo. Wir sind jetzt Tag 17. Jetzt fällt ihm auf. Schlaf, die hat recht. Also ich bleib noch mal so 10 Tage. Fleisch. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen langsam, der Kerl. Was ich sehr nervig finde, ist, dass man immer wieder an der Stelle startet. War da ein Fleck? Geh mal nochmal bitte an die Haupttür. Da ist doch so ein Fenster. Also das sind ja Fenster. Das sind generell Flecken. Nee, aber im Fenster bitte. Guckst du mal das Fenster? Ach, da steht eine Lampe, eine Vase. Das sah eben aus, als wäre da ein Kopf in die Scheibe gebrannt. Aber... Jetzt gehen wir da bei unserem Freund vorbei. Hallo. Gute. Clowny Popowny. Dreh dich um. Guckt er wieder? Nein. Nein. Aber warum hat es schon immer so viel geknarzt? Ja. Was ist das für ein Geräusch? Das weiß ich auch nicht. Aber schön, dass du es auch hörst. So. Das ist der Wind, würde ich sagen, oder? Mhm. Aber Regen. Hörst du das wie Wasserrauschen? Mhm. Das heißt... Was war das gerade? Was? Das hatte sich angehört, als kotzt einer. Habe ich nicht gehört. Gut. Also es hört sich an, als würde Wasser rauschen. Ich denke, da müssen wir noch mal ins Bad zurück. Wenn das Handy Hallo sagt. Jetzt geht's rund mit dem jungen Hund. Warum gehst du denn? Achso, du willst nochmal Streichhölzer holen oder was? Nee, du kannst doch nicht. Ja. Du bist doch voll. Geh jetzt. Lauf! Forrest, lauf! Also du hast recht, das Knarzen war vorher nicht ganz so krass. Nee, ne? So, wir haben ja nämlich keine Streichhölzer mehr. Ach, du meinst jetzt hier nochmal reingehen? Ja, naja. Hier läuft doch Wasser, oder nicht?
Also kann man hier irgendwas betätigen? Kann man die Spülung ziehen oder... Was ist das für ein Geräusch? Ich hätte gesagt... Das sind nur die Regentropfen von draußen. Das mit dem nah ans Fenster gehen, das wissen wir ja schon. Da kommen dann so Krähe. Das ist eine andere Musik jetzt, ne? So. Versuche jetzt ständig darauf zu achten und zu hören, was es sein könnte. Entschuldigung. Hab ich dir den Stöpsel gezogen? Geh doch nochmal raus zum auf das. Raus noch? Ja, das Schiff, das war ja noch nicht da. Ja, und ist es immer noch weg. Da? Ist weg? Ja. Ach ja, siehst du? Ich habe Schritte gehört. Ich auch. Und du bist ja stehen geblieben, ne? Ja. Das hört sich an wie der Clown. Der ist weg. Oh nee. Oh Gott. Ich sollte mal Licht machen. Mhm. Es macht schon wieder Psst. Hat es bei dir auch gepscht? Nee, das war nur bei dir. Das war bei mir. Oh Gott. Und es war richtig laut. Ach Junge, wir haben uns doch geeinigt. Wir haben uns doch verständigt. Du bleibst sitzen. Und wir kommen, gehen mit dir klar. Diese Engelfigur, ne? Soll ich ihn hin? Ich weiß es nicht. Geh mal zum ersten Klo, Bad. Weißt du noch, wo das war? Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an, als wäre da jemand oben im Kinderzimmer. Wo war denn das Kinderzimmer? Den ersten Dings hoch. Wo war diese Empore oben, wo du dann auf die Halle runter... Oh Gott! Da sitzt er. Du Arsch! Was sitzt denn du jetzt hier? Dreh dich mal um. Ja, okay. Ja, er guckt weg. Echt? Ja, jetzt guckt er zur Tür. Achtung. Ja, die Sau. Oh, Leute, ey. Ja, dann geh hoch ins Kinderzimmer. Weißt du, oben, wo wir ganz hoch gegangen waren. Da, wo am Badezimmer vorbei, hoch, die Treppen hoch.
wo diese ganze Reihe rechts und links, wo das Eltern, also so ein Schlafzimmer 2 waren, ja. Erinnerst du dich? Da waren wir ganz am Anfang. Aber da muss ich trotzdem überlegen, wie ich da hinkomme. Nee, nee, das war anders lang. Da war es lang, glaube ich, ja. Oh, weißt du noch hier die Tussi? Oh ja. Da kommst du nicht durch. Doch, kommst du durch. Kommst du da schon immer durch? Ja. Bist du immer nur außen rum gegangen, ne? Ja. Bist du sicher, dass das hier lang war? Nö. Nee, da nicht. Ja, und hier geht's rein in den Abstellraum. Ja, und da ist doch ein Durchgang. Ach so. Ach, das ist der Abstellraum. Nee, ist okay. Sorry, da habe ich dich falsch geführt. Es tut mir leid. Oh, guck mal. Oh. Wo willst du denn jetzt hin? Da sind nochmal Streichhölzer. Na, da. Die hatten wir aber alle mitgenommen. Nee, du musst, wie du schon sagtest, den anderen Gang. Ich hab die falsche Richtung geschickt. Mhm. Genau. Ja. Da ganz nach oben. Und hier genau. Und da jetzt, wenn du den Gang links, rechts, da war das Kinderzimmer, bin ich der Meinung. Das da, das rechte. Ja. Ja. Oh. Oh. Fliegende Bärchen. Ist ja süß. Und das Ding dreht sich. Boah, wir nehmen jetzt einfach nur Schritt, oh. Würde ich sagen. Ey, dieses... War hier noch was oder war hier alles auf? Nee, hier war alles auf. Sicher? Ja, ja. Die Räume waren alle auf. Was mich jetzt gewundert hat, dass wir in den alten Räumen noch wieder... Guck mal, da liegen wieder Batterien. Also, die haben aufgefüllt. Also, ach, Geister, die unseren Kram auffüllen. Ja, weil wir hatten die ja geplündert, die Räume. Also die waren ja schon komplett geplündert, weißt du? Da gab's ja, guck, da gab's nichts mehr eigentlich. Sicher? Ja. Gut, egal. Es kann natürlich sein, dass wir es nie mitgenommen haben, dass das was recht ist. Weil zu der Zeit hatten wir, glaube ich, ja, weil wir alles. So viel hatten, ne? Ja, das kann echt sein. Aber auf jeden Fall waren wir nie mehr dort. Und jetzt müssen wir nur wieder in den neuen Bereich rübergehen, wo ja noch so viel... Ach, das Schachspiel. Ja, da war doch ein Durchgangs. Stimmt, da geht's in den neuen Bereich. Ja. Nur nicht in den ganz, ganz neuen, aber schon in den... Doch, genau. Und dann von hier waren wir ja... Da waren ja noch so viele Räume offen. Zu. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sag. Ich merk das schon. Jetzt gehen wir noch mal gucken. Was denn? Für was? Na, hier war doch noch... Ja, aber du bist voll. Ach, ich bin ja voll. Du hast du doch eben... Ich sehe den Streit. Ich habe das Dings gesehen mit dem... Du nimmst die Batterie als... Nee. Den Schlüssel, meinst den du? Den Schlüssel. Ach so. Dachte, ja, wir hatten keinen die ganze Zeit. So. Jetzt die Tür. Und hier unten war auch noch zu, ne? Mhm. Ich glaube schon. Ja. Und jetzt würde ich wieder oben weitermachen. Also hier atmet das schwer immer, ne? Das nur, weil ich jetzt die Treppe hochgerannt bin. Ach so, weil du hochgerannt bist. Da hat er gerade geladen. Mhm. Das war kein gutes Zeichen. Warum lädt der? Ich will nicht, dass der lädt. Ich mach da mal an. Mach. Oh. Dieses Geräusch, das war das, wo ich dachte, das kotzt an. Dieses. Ja.
Hier hatten wir schon geguckt, da ging es nicht weiter. Oh, entschuldige. Entschuldige. Die hatten wir auch geguckt. Beim Uhrenzimmer wissen wir, da war ja, da geht's noch nicht weiter. Ja. Also ging's noch. Guck mal da die Türen. Oh, das war jetzt aber doll der Strick. Da ging's auch noch nicht weiter. Also. Mhm. Ja. Da nochmal die Tür, weiß nicht, ob da schon auf war. Langsam sind so viele Zimmer, dass ich keinen Durchblick mehr habe. Haben wir den nicht eben woanders? Ja, na sicher. Boah, Alter. Machst du mal Licht? Guckst du dich noch hier oben? Also, ich weiß, es ist ja rum, aber ich will... Oh, guck mal! Kann ich? Ja. Ja. Guckt der denn wieder rum, der Sack? Keine Ahnung. Nee. Gut. Diese Nacht hörte ich Linda schreien. Sie war sich sicher, dass sie die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat. Bitte? Ich habe nachgesehen. Draußen war alles ruhig. Oh, jetzt haben wir noch einen, der rumlatscht. Es reicht jetzt langsam. Ja, mein Lieben, Tag 18 an der Stelle. Willst du noch Tag 18 oder nur? Wir beenden. Das ist eine halbe Stunde. okay. Genau. Genau, ja. Jana macht mich ganz gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Freitag. Und ja, abonniert mich, lasst einen Like da und kommentiert kräftig. Bis dahin. Ciao, ciao.